Wenn euch dieses mittelalterliche Backhaus bekannt vorkommt, dann, weil ich dabei von einem großartigen Set inspiriert wurde. Aber diese Variante lässt sich aufklappen, sodass damit gespielt werden kann. Um sie nachzubauen, braucht ihr nur die Bergfried-Erweiterung von Burg Bärenfels von Bluebricks. Aus den übrigen Teilen folgt bald eine ziemlich coole Burg. Der Außenbereich der Bäckerei ist überdacht. Dort findet man einen Holzofen, in dem Brote gebacken werden können. Der Rauch wird über den Schornstein darüber abgeführt. Auf dem Arbeitstisch davor werden die Brote vorbereitet und daneben steht ein Kessel mit Wasser sowie das notwendige Mehl, das in Säcken geliefert wird. Das Holz für den Ofen wird in diesem kleinen Lager getrocknet. Im geräumigen Innenraum des Hauses gibt es einen weiteren Sack Mehl sowie ein Nachtlager und eine Schippe, um den Ofen zu reinigen. Unter dem Bett ist ein Geheimversteck, in dem eine Goldmünze aufbewahrt wird. Beim Aufklappen wird der Ofen aufgeteilt, dadurch kommt ihr leicht wieder an den Inhalt. Und mit etwas Fantasie habt ihr so auch im Inneren einen Ofen, ohne dass der Außenbereich seine Funktion verliert. Die Vorderseite des Hauses ist mit Fachwerk versehen. Neben der Eingangstüre gibt es ein winziges Fenster und unter dem Giebel eine kleine angedeutete Türe. Um die Ecke sieht man, wie ich das Aufklappen ohne Scharniere gelöst habe. Das Blumenbeet dient dabei als Anschlag, sodass keine Teile beschädigt werden. Auch hier gibt es verschiedene Fenster. Die Rückseite ist eher schlicht. Dort steht ein altes Holzfass. Die zugehörige Burg aus den restlichen Teilen stelle ich euch schon bald vor. Die Bäckerei ist ein guter Start für ein Mittelalterdorf. Besonders gut passt dazu meine kleine Schmiede mit funktionierendem Mühlrad. Könnt ihr erraten, von welchem Set ich bei dem Backhaus inspiriert wurde?